Jetzt kommt der Punkt, wo ich die Kreuzung schon mal verbinden muss, denke ich. Damit wir hier ein bisschen leer räumen können. Achso, genau, du willst da noch durch. Ja, genau, das müssen wir jetzt nochmal eben in den sauren Apfel beißen. So, dann müssen wir hier nochmal ein Vorsignal. Da nochmal ein Vorsignal. Dann sollte das da passen. Also genau. Und dann an dieser Stelle wollte ich noch Signale setzen. Sowieso mal welche nachbauen. So. Warum der eine Zug da gerade eine Pirouette gedreht hat, weiß ich auch nicht. Jetzt hat sich hier so ein Megastau entwickelt. Oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Wird sich der gordische Knoten hier jemals entwenden? Da, guck mal, da fahren schon. Na, es könnte sein. Obwohl, der kommt jetzt da auch nicht weiter. Oh Gott, bis ich das aufgelöst habe. Ich glaube, es wird jetzt immer noch schlimmer. Oder? Der hat immer noch No Path. Warum? Wo willst du hin? Öl, Abholung, Sulfuric Acid. Da kannst du doch hier lang fahren. Achso, okay. Ich verstehe. Kurz schauen, 1, 2, 3, 4. So ungefähr bis da. Oh mein Gott. Was habe ich nur getan? Das jetzt aufgelöst. Ja, genau, aber wir haben jetzt mal den Fall, dass im Kreisverkehr ganz viele Leute durch wollen. Gibt es hier eine Stauauflösung irgendwann mal? Und ich würde sagen, nein. Der will darum, der will darum, der will hoch. Kommt da nicht hoch. Und das sind ja jetzt noch kleine Züge hier. Der will dahin. Ich muss mal eben nachhelfen, damit sich die Staus hier auflösen können. Ist aber schon ein Zeichen dafür, dass diese Kreuzung doof ist. So, kurze Umleitungsroute.
Kommen die schon mal weg? Es wird immer mehr, die wollen alle hier hin. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Vielleicht lasse ich das sogar so, dass Züge, die hier noch rechts rum wollen, dass die hier mal rechts rum können. Als Rechtsabbiegerspur. Wenn ich das... Ich muss mal testen. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr Landfill da. Vorher erstmal die Vorsignale setzen, bevor ich hier Hauptsignale noch reinpflanze. Der will da runter. Der will hier nicht rechts. Okay, du würdest auch hier die Kreuzung nehmen wollen oder könntest auch gerade durch. Das ist auch nicht so schlimm. Wenn wir hier noch eine Route für dich bauen. Warte, wenn ich den da setze, kann ich falsch rum. Den dahin. Den dahin. So. So. Tja, jetzt ist auch noch die Frage, der hier rum wird auch nicht mehr gebraucht. Ja, der hat nämlich hier die Kreuzung blockiert gerade. Aber jetzt sind die auch noch 5 Meter weiter gefahren. Das ist okay. Warum fährt der jetzt zum Beispiel nicht? Weil das hier noch mit blockiert ist durch den. Verstehe ich nicht. So ein Signal in die Hand nehmen, weil das hier alles ein Bereich ist. So.
einiges, was da geht. Aber hier in der Richtung tut sich natürlich noch nichts, weil der Kreisel sich nicht selber auflösen wird. Achso, genau, den Abzweig hier rechts rum habe ich sowieso da schon. Was können wir hier tun? Wo wollen die denn hin? Der will auch da runter. Und wenn der erstmal weg ist, kann der auch fahren. Das heißt, manuell ein Stückchen vor. Automatisch. Dann ist der nächste hier schon wieder reingefahren. Die Kreuzung ist doof. Für den Regelbetrieb passiert sowas in der Regel nicht. Aber man sieht ja, wenn ich dann mal an dem Gleisnetz irgendwo arbeite, dann ballen sich halt Züge und dann kommt es zu solchen Situationen. Ich möchte das jetzt halt gern mal entzerren. Ich fahre deshalb den hier auch nochmal vor. Aber da kommen die ganzen von links, die wollen alle mich abnerven. Und da kommen, ich habe auch 1 Million Züge. Wie, hier will noch einer. Also jetzt staut sich das da unten schon, ne? Das ist alles wie so ein Ausschlag, der sich überall hin verbreitet. Und hier, da warten noch 100 Züge drauf, hier durch meine Kreuzung zu fahren. Und alle von diesen Zügen haben vor, meine Kreuzung zu blockieren. Schauen wir nochmal, was jetzt passiert. Er ist er schon wieder. Es geht halt nicht. Und der will da rum. Ja, es ist ein gutes Recht. Aber dadurch, dass er hier steht, blockiert er halt alles. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, die nächsten 10 Spielstunden, ist, immer in Züge steigen, auf manuell zu setzen, sie einen Schritt vorzufahren. Zu warten, bis der Vordermann weg ist, dann wieder auf Automatik zu setzen und dann warten, bis der nächste Zug hier, sich hier einfindet. Da ist er schon. Alles klar. Manuell. Stückchen vor. Aussteigen. Warten. Automatik. Und das nimmt ja kein Ende. Die Schlange wird ja eher länger als kürzer. Und das jetzt abgerissen kriege ich auch nicht so einfach. Was machen wir denn da? Also ich müsste im Prinzip hier nochmal die Zuleitung hier blockieren, dass keine Züge mehr reinfahren können. Das wäre der erste Step. Und dann muss sich der Stau
auflösen, also dass es sich dann nur an diesen Zuleitungen staut. So. Weg. Beziehungsweise abfließen dürfen die. Es darf nur niemand rein in die Kreuzung. Und dann muss ich das andere Modell wählen. Es hilft ja nichts. Und dann sehen wir auch, ob das andere Modell so sicher ist, wie ich behaupte. Oh. Obwohl, ich wollte gerade sagen, obwohl jetzt geht's gerade, aber nee, jetzt hat sich hier schon wieder was angestaut. Dieser Zustand wird sich auch von selbst niemals auflösen. So, es darf niemand reinfahren, die Kreuzung, habe ich gesagt. Das heißt, den weg. Und hier müssen wir auch ein bisschen größer werden. Machen wir da weg. So. So, und jetzt muss ich noch ein letztes Mal hier vorfahren, denke ich. So. Jetzt kann der Schmodder abgerissen werden. Beziehungsweise. Nee, ich wollte es gerade noch mal probieren, aber es hat überhaupt keinen Sinn, es jetzt auszuprobieren. Weil ihr seht es auf der Minimap, es sind alles Züge, die hier noch stehen. Und sobald ich es hier wieder freigebe, wird sich hier ein Stau bilden. Und die interessante Frage ist doch jetzt, ob mit der anderen Kreuzung der Stau nicht passiert. Lass mal das Schmodder hier weg. Schmodder weg. Abreißbefehl geben für... Das alles und noch viel mehr, weiß ich noch nicht. Ich muss das dann noch ein bisschen weiter links rübersetzen oder so, ich weiß es noch nicht so genau. Das auch nochmal weg hier. Auch noch Landfill. Wollen wir alles nicht hier.
So, ich hoffe, das war jetzt alles, also was Strom hast. Große Kreuzung. Kreuzung ist ja eigentlich nicht ein großer Kreisverkehr. Was hat er jetzt getan? Speichern. So, dann nochmal eben aufmachen, um zu sehen, ob da jetzt auch die. Ja, genau. Nicht alles weg. Ja. Ach so, und jetzt habe ich hier. Vier Abstand, ne? Ja. Nee, achso, das passt ja schon. Ne, ist so klein. Zwei Abstand ist richtig. Und so schlimm ist es gar nicht von der Größe. Ich pflanze den schon mal dahin. Dann müssen wir gleich noch ein bisschen mit Landfill nacharbeiten. Kram abreißen. Nee, reinfahren darf keiner. Sammeln die auch die Algen noch mit ein, ja toll. So, und hier den Bogen muss ich doch ein bisschen früher jetzt machen, weil ich hier keinen Platz mehr habe. Nicht genau wo. Schauen wir mal so. Eigentlich hängt es ja auch davon ab, von dem hier. Ich muss ja noch mal. Dafür sorgen, dass die Züge wegfallen. So, und du? Willst jetzt dahin, oder? Ne, warte. Ja doch, so rum ist richtig, ja. So. Nicht rammen, bitte, hör auf zu rammen! Hör auf zu rammen! Hör auf! Danke. So. Können wir den Bogen auch an diese Stelle setzen?
Oh, immer diese Rammwütigen. Ich hasse diese Halbstarken. Das gibt's ja wohl gar nicht. Können die mal selbst mitdenken, nur weil da jetzt kein Signal ist und so weiter, weil das Signal hier blinkt, denken die, können direkt wieder auf den Tischen tanzen hier. Das geht also aber nicht. Da ein hin, da ein hin, da ein hin. So. Das hier ist der Bogen, das ist der, ist richtig. Das muss weg. Der Bogen muss eigentlich weg. Das Ganze kommt weg. Ja, insofern muss auch da kein Signal hin. Ich setze das Signal sicherheitshalber mal hier vorbei. Eigentlich brauchen wir hier ein Vorsignal. Ich dachte, er wollte wieder rammen. Ich habe schon gerade den Teppichklopfer rausgeholt. Du willst darunter und darfst nicht. Ach so, ja, diese Geschichte. Das ist ja hier quasi auch so eine Art Ausweichgleis. Genau, hier muss ich aufpassen, dass mir jetzt keiner in die Kreuzung fährt. Obwohl die Kreuzung da ist eigentlich schon soweit ganz gut. Werde ich dem Zug gleich mal sein Okay geben, dass er da schon mal hochfahren darf. Oder ich mache es alles. Na komm, ich mache hier auch noch mal Einfahrt verboten. Aber auf Automatik gehst du. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Okay, wunderbar. So. Das hier ist noch blöd. Das muss weg. Das kann bleiben, ja, wenn das hier eine Zuglänge, ja, ist okay. So, jetzt wollte ich Landfill besorgen, damit wir hier das die Kreuzung zu Ende bauen können. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich echt zugeben. Warum habe ich jetzt noch so viel Kram? Ich packe das hier mal zwischen. Oh ja, das Fische und so. Der Fisch, mit dem man sich nicht heilen kann.
Bei dieser großen Kreuzung, die hat wiederum den Vorteil, da werde ich diese Rechtsabbiegerspur nicht brauchen, also diese Abkürzung, weil im Prinzip, wenn jetzt hier einer kommt und nach rechts abbiegt, der fährt zwar dann durch diesen Kreisverkehr durch, aber nur auf diesem kleinen Stückchen. Ob ich da jetzt hier nochmal so eine Rechtsabbiegerspur machen, das bringt halt keinen messbaren Vorteil dann. Man kann auch genauso gut hier durchfahren. Es sei denn, hier ist blockiert. Das könnte natürlich sein, weil. Aber dann ist sowieso ein Problem. Dann hilft es auch nicht, wenn er hier rechts ausweichen kann. Auf Dauer. Das mal so. So, und dann nochmal ihn hier drauf platzieren. Achso. Naja. Ich weiß, ich kann das auch größer stellen. So, nächster Versuch. Da noch. Ja, die eine Ecke da. Und die kleine Ecke da. So, damit mache ich mir so ein bisschen was wieder kaputt. Also nicht kaputt, aber baue noch zusätzlich Sachen. Was ich nochmal wieder wegmachen muss. Und da auch. Dann sollte das passen. Da und da ein Signal hin. So. Wollen wir es versuchen? Achso, was habe ich hier jetzt? Genau, das ist noch. Das machen wir nochmal eben weg hier. Und dann werde ich das Ding mal einschalten hier, den großen Kreisverkehr. Mal sehen, was passiert. Also ich erwarte nicht, dass sich jetzt dieser Megastau komplett auflöst, weil einige Züge stehen jetzt wieder in Bahnhöfen drin, auf Haltegleisen. Und da dauert es eine Stunde, bis der Zug vor ihnen weggefahren ist und solche Geschichten. Aber was ich erwarte, dass hier in der Kreuzung die Züge so stehen, dass sie sich gegenseitig nicht blockieren und dass irgendwann sich der Stau von selbst auflöst.
Oh, da ist noch einer. Ups. Aber schön, dann haben wir, also wenn, falls es jetzt klappt, haben wir zumindest den Beleg dafür, dass die kleine Variante doch nicht so toll ist. Ich dachte ja, sie hat eine kleine Chance auf Ausfälle und man kann damit leben, aber jetzt haben wir gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist doch zu groß. Jetzt haben wir das schon mal, da steht einer, da fährt einer trotzdem durch. Und wir sehen die ganze Zeit, wenn man jetzt den Durchsatz guckt, wie viele Züge passieren diese Kreuzung pro Minute, dann ist diese Zahl deutlich höher als bei dem Gewusel, wie es vorher war. Also ich meine jetzt nicht den kleinen Bereich, sondern zu Anfang der, entweder dieser oder der vergangenen Folge, als ich das gezeigt habe, dass hier ganz viel Zugverkehr ist. Das war halt viel weniger Durchsatz als diese Kreuzung jetzt hat. Dafür verbraucht diese Kreuzung natürlich auch mehr Platz. So, jetzt schauen wir doch mal, wie sich das hier so entwickelt. Ach so, genau. Diese Geschichte hier. Ich wollte den Zügen noch ermöglichen, da wegzufahren. Also gerade hier Nordbahnhof, also Circuit und Lampen, diese Geschichte. Oh ja, und jetzt staut sich es hier gerade, oder was war da? Ne, man sieht, hier kommen ganz, ganz viele Züge an, die wollen hier alle. Oh, und hier ganz knapp abrasiert. Ein Außenspiegel muss der einklappen, damit der hier durch. Ah, jetzt sehen wir hier Stau, Stau, Stau. Das ist okay, kann ich mit leben, weil hier, die wollen alle da lang, können sie nicht. Er will hier weiter. Er will auch da lang, darf er nicht und wartet deshalb hier. Die Leute nach Süden könnten aber fahren. Jetzt ist dummerweise nach Süden auch Stau. Und das hat mit der anderen Geschichte aber gar nichts zu tun. Das ist so ein anderer Stau. Und das wird sich hier irgendwann von selbst auflösen. Ich mache da nichts. Guck mal, jetzt fährt hier schon einer weg. Jetzt fährt da, jetzt fährt der. Jetzt fährt der. Jetzt kann der fahren. Ja. Staut sich halt ein bisschen. Jetzt nur mal die Sache, warum fahren die jetzt alle hier lang? Das ist auch eine blöde Geschichte. Die sollen ja eigentlich eher hier lang fahren. Warum tun die das denn nicht? Die sollen hier diese Route nehmen. Kommt aber natürlich darauf an, wo die hin wollen. Genau. Was hat der für ein Ziel? Blattmehl. Der will also Richtung Farm irgendwo. Warum fährt er nicht? Ach so, weil hier auch Stau ist. Genau. Nee. Ach so. Ja. Das ist eigentlich auch eine doofe Route. Diese hier sollte er eigentlich gar nicht nehmen. Obwohl, nee, doch, da fährt er. Und da fährt er. Das ist die normale Route, um da hinzukommen. Eigentlich nicht so schön. Was machen denn die, die aus dem Norden kommen zum Beispiel? Die fahren hier einmal im Halbkreis. Die von Süden fahren hier rechts lang. Die von Norden kommen, fahren hier einmal im Kreis, fahren hier rechts raus, fahren da runter und sind dann da auf ihrer Route. Ja, ist eigentlich okay. Ist auch egal, ob ich die Route jetzt hier mache oder da. Ich meine, das könnte man vielleicht noch machen, dass man die Route eher hier unten lang legt. Um da noch Platz für Bahnhöfe zu lassen, meine ich. Nicht wieder rammen, bitte nicht rammen.
Das ist da okay. Und die brauchen so. Jetzt gucken, dass oben die Züge da wegfahren können, wenn hier irgendwann mal Stau weg ist. Kann schon noch ein paar Stunden dauern. Oh. Der hat noch no path. Warum? Wo willst du denn? Ihr beide habt no path. Achso, klar. Da habe ich noch die Schiene nicht wieder zusammengeschlossen. Alles klar. Dann kann ich ja lange warten, dass sich ein Stau auflöst. Mal sehen, wo will der jetzt überhaupt hin? Ah, die machen hier einen Bogen. Die wenden hier alle einfach nur. Ist das toll so? Ich weiß jetzt nicht, wo die herkamen, aus welcher Ecke. Und hier habe ich... Ne, warte, das ist doch der richtige, dass der da hinfährt. Genau, und diese Route sollte ja weg. Da wir jetzt eben noch ein paar Züge lang gefahren sind. Wo bin ich jetzt? Da. Ich wollte ja dieses Gleis da leer haben. Wird jetzt immer noch Züge lang kommen. Wo kommen die alle her? Ihr sollt da nicht lang fahren, Leute. Das ist verboten. Da kommt die Polizei. Oh, du liebe Güte, ey. Hätte ich vorher abknipsen müssen hier die Route. Bin mal eben wegen Stromverbrauch gespannt. Das müsste jetzt wahrscheinlich auf 1,2 Gigawatt runter sein oder 1,4 sogar noch. Einiges in der Fabrik scheint noch zu arbeiten. Aber nicht mehr lange. Wenn hier alles steht. So, genau, der fährt jetzt da weg. Das ist super. Beziehungsweise bevor ich hier jetzt weiter abräume, muss ich da nochmal eben dicht machen. Das ist ja... Züge sollen da nicht lang fahren. Ich dachte, ich hätte die Route da auch weggenommen. Hier ist auch leer. Die fahren da rum, ja, ist okay. Was aber auch nicht ganz so schön ist, dass sie jetzt am Bahnhofsausgang vorbeifahren. Das ist nicht so super. So, du willst doch noch weg. Warum fährst du nicht? Full Cargo. Du wartest auf was? Oh, wir produzieren keine Laborinstrumente mehr. Seit wie lange nicht mehr? Seit wie vielen Jahren? Weil wir machen ja schon seit Ewigkeiten keine Forschung mehr. Warum sollten wir denn Laborequipment irgendwie produzieren wollen? Na doch, da haben wir schon noch mal ein bisschen was produziert. Ja. Achso, der rote ist es. Dann machen wir nochmal den weg. Und ich will den haben. Ja, seit 10% von 1000 Stunden, also seit 100 Stunden ungefähr, machen wir es nicht mehr. Nee. Seit 250 Stunden. Ja, also seit über 250 Stunden produzieren wir hier kein Laborinstrument mehr. Genau, das ist 10 von 42, warum auch immer das so eine komische Zahl ist. Das heißt,
Ja, kommt ungefähr hin mit den 250 Stunden. So ungefähr ein Viertel von 1000. Ja. Das ist schade für dich. Eigentlich auch gar nicht so wild, weil ich schicke dich jetzt mal weg. Und das hier ist auch verdreht. Oder? Ah ne, Südwarte. Das ist okay. Möglicherweise wird er im Süden jetzt einen Bahnhof blockieren, wenn ich ihn jetzt hier wegschicke. Aber ansonsten blockiert er hier halt was. Fahr mal dahin und nochmal eben Kontrolle. Hier darf jetzt keiner mehr reinfahren. Ne, nee, ist dicht. Um das zu kennzeichnen. So, weiter geht es gerade nicht. Genau, und hier. Warte mal, hier sollen die auch nicht lang fahren. Das heißt. Genau, diese ganze Route soll weg. So, zumindest von Süd nach Nord scheint der Verkehr noch zu fließen. Und dieses Teilstück muss halt weg wegen der Kreuzung, die jetzt da kommt. Das wäre sonst auch wieder so eine Engstelle, wo die Leute, wo die Züge einfach immer warten müssen und so. Das ist nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Kreuzung beseitigt, die Ärger macht, beziehungsweise durch den Kreisverkehr ersetzt, sondern bei der Gelegenheit auch noch ein paar andere Kreuzungen weggenommen. Das hier ist noch so eine Geschichte, muss das sein? Sieht da, ja, es geht, glaube ich, schlecht an. Ansonsten müsste ich hier nochmal wieder so einen Kreisverkehr hinpacken. Das lohnt sich hierfür aber nicht. Hier ist zu wenig Verkehr, als dass man das unbedingt machen müsste. So, was sagt die Map? Ja, das staut sich halt hier noch. Aber die Staus sind mir im Moment egal. Ich will einfach nur gucken, dass die Schiene jetzt fertig gelegt ist.
Ah, genau, hier noch die andere Route. Das müssen wir noch mal eben machen. Ein paar Minuten haben wir noch, dann sind die 2 Stunden Aufnahmezeit um. Schienen habe ich noch. Landfill. Warte ich mal, die 2 Sicherheitshalber nach oben. Oh, ich muss aufpassen, darf ich jetzt. Jetzt darf ich nicht mehr einfach so mit Schienen laufen. Und hier ist noch was falsch. So eine normale Durchgangsstrecke soll halt nicht durch so einen Bahnhofsausgang führen normalerweise, weil sonst die ganzen Leute, die aus dem Bahnhof rausfahren wollen, erstmal warten müssen, bis alle Züge hier vorbeigefahren sind und dann können sie rausfahren. So kann halt mal länger dauern. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das hinsetze. Das hier braucht auch kein Mensch mehr, stelle ich gerade fest. Diesen Bahnhof, oder? Würde ich da diese Umgehungsroute machen? Machen wir das hier mal weg. Kein Stromausfall, immer noch 1,4. 1,4 gibt also noch eine andere Verbindung. Trotzdem machen wir das mal so. So, jetzt aufpassen, nicht, dass es gleich wieder einen Crash gibt. Aber zuerst mal hier so einen hin. Und dann den. Und dann müsste er sich eigentlich schon entschließen, auch da lang fahren zu wollen, oder? Nee, will er nicht. Okay, das passt. Ach so, der muss natürlich, die Verbindung muss trotzdem da sein, weil es gibt ja Leute, die wollen hier zu diesem Chromerz-Dings hin. Also müssen Züge die Möglichkeit haben, auch hier lang zu fahren. Ja, das ist korrekt. Ich hätte das sonst nämlich fast abgerissen hier, dieses Stückchen. Oder, nee, warte mal, die können auch denn da durchfahren. Ja, das ist blöd, da haben sie aber keine freie Strecke. Okay, die könnten hier lang fahren und dann da lang. Was aber egal ist. Ob die Züge nun hier und dann da runterfahren oder ob die erst da runterfahren, dann hier. Das spielt keine Rolle. Das Nebengleis kann weg. Oder habe ich das fürs Eisen mal irgendwann vorgesehen? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls ein paar Züge haben sich dann schon mal für diese Route hier entschieden. Und dann haben wir doch schon mal ein Erfolgserlebnis. Man sieht jetzt auch, der Verkehr löst sich so ein bisschen auf. Also, ein Tick Züge sind hier noch unterwegs und hier auch. Aber gucken uns das nächste Folge mal an. Aber hier in der Kreuzung mache ich nichts. Das geht alles von selbst. Super Design. Müssen wir hier noch einen Teich reinsetzen, ein paar Schwänen und Wäldern und so. Haben wir so ein Naherholungsgebiet im Kreisverkehr.
Okay, dann denke ich, das war's dann erstmal für heute und beim nächsten Mal sehen wir uns, wenn ich das hier vielleicht gesetzt habe. Ich dachte dran, wir müssen das irgendwo setzen, wo wir viel Coke haben. Und das ist halt hier in diesem Bereich und deshalb wollte ich vielleicht sogar ein bisschen unsere Solartechnik abbauen und da das neue Acetylen hinsetzen und das können wir ja irgendwo anders neu aufbauen mit dem, ja, mit den Akkus und Solar und so. Weil hier haben wir ja unsere dicken Coke-Bänder und die können wir auch dazu nutzen, um mal hier eben für 30 pro Sekunde Coke anzuliefern. Und wir brauchen auch, ne, Leim erzeugen wir selber, genau. Das wollte ich jetzt nicht extra dafür anliefern lassen. Das müssen wir eventuell loswerden, also einen kleinen Bahnhof oder so wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht wäre das auch noch eine Gelegenheit, hier so einen 12er Bahnhof mal hinzusetzen in den Bereich, um das hier ein bisschen zu entlasten, weil hier haben wir auch noch Altlasten. Ach so, nee, warte. Genau. Vorher ist ja noch das dran hier, Laborequipment. Wir müssen mal gucken, warum kein Laborequipment. Wir müssen gucken, was können wir mit diesen Gleisen tun, mit diesen beiden, die jetzt hier weggefallen sind. Wir sehen das. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.